Hi, Yannix hier und willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Diablo 3. Ja, und letztes Mal haben wir den Stab der Kashira gefunden. Und jetzt ist es müssen wir den Stab zum Innenhof von Legorius Anwesen bringen. Und da haben wir letztens aufgehört. Haben schon auch ein bisschen aufgeräumt und sowas. Und ja, da fangen wir jetzt mal weiter an, ne? Oh, ein Nachforschung von Kashira. Meine Freunde interessieren sich nicht weiter für die Kasra, nur für die Kopfprämie, die auf sie ausgesetzt ist. Aber ich bin sicher, dass man mit ihnen kommunizieren kann. Es ist zweifellos gefährlich, aber dieses Risiko gehe ich gerne ein. Unser verdienter Lohn! Hey, das ist ja hier. Noch ein! Oh Mann, die sind ja nervig hier. Sind wir da hinten noch? Eine Sackgasse. Da ist aber noch ein toten Dorfbewohner. Nix. Okay. Dann würde ich sagen, ach, da geht schon hoch. Okay. Dann tun wir erstmal hier nochmal ein bisschen nachforschen, was wir hier noch haben. Hm, das können wir nicht gebrauchen. Bei allem, was heilig ist, nicht genug Geister. Mann, ist das eine geile Fähigkeit hier. Ich habe nicht genug Geisteskraft. So, toter Dorfbewohner. Und was haben wir hier noch? So. Lass mal gucken, wo wir hier sind. Ich brauche Geisteskraft. Das werde ich nicht tun. So, okay. Und das ist kleine Viecher hier noch. So, der Dorfbewohner, wie immer. Ah, da ist auch noch einer. Okay. Das ist nicht möglich. Oh, eine Drohe hier. Die Gegner sind hier noch, ja. So, den haben wir auch. Unmögliche. Was haben wir denn jetzt alle? Jo, sieht so aus. Oh, schön. Jetzt sind wir angekommen. Ich weiß nicht, was da oben noch ist, sondern... Haben wir es doch. So, mal gucken, was wir hier oben haben. Oh, Speicherpunkt. Speicherpunkt haben wir schon hier. Okay. Dann gehen wir nochmal kurz zurück. Das töten wir mal kurz. Ich will noch wissen, was da hinten in die Ecke ist. Wir wollen ja schließlich nichts auslassen, vielleicht. Gibt's da irgendwas Besonderes oder so? Ah, ne. Ich brauche Geisteskraft. Dann gehen wir wieder zurück. Euer Vorhaben. Zu mir, ihr Bestien! Lasst nicht genug Geisteskraft. Ihr habt keine Chance! Ihr habt keine Chance! Genauso du.
So. Ihr verlangt das Unmögliche. Haben wir irgendwie so ein Portal eben gefunden? Okay. Das werde ich nicht. Ich brauche Geisteskraft für immer. Ah, wir haben das Portal geschlossen, okay. Die Nachforschungen haben ergeben, dass ein hoher Geistlicher der Zakarum, Akan, die Verderbnis zu spüren begann, die am Herzen seines Glaubens fraß. Er wusste, dass sie mit der Zeit deine geliebte Kirche zerstören würde und dass er handeln musste. Nach langem Beten kam Akan die Idee eines Kreuzritterordens. Was muss da hinten haben? Das Altar haben wir da noch. Nichts drin. Ich habe nicht. Vielleicht finden wir noch so ein Dungeon oder Dungeon. So ein kleines. Ist nicht möglich. Oder Höhle oder wie man das hier nennt. So. Boah, hier sind viele Gegner hier. Boah. Nicht genug Geisteskraft. Das ist nicht möglich. So, ah, da haben wir noch ein Trümmerteil. Das werde ich nicht tun. Auch noch einsammeln, was haben wir denn hier? Waffenstände. Mhm. Das haben wir auch nichts, okay. Ah, der Gold noch ein bisschen einsammeln. Gold ist immer gut. Okay, okay, okay. Dann wollen wir mal unten hier gucken. Oh. Geisteskraft. Aha, jetzt verstehe ich, für was die Trommeln hier sind. Er ruft dann die Freunde, wenn er drauf trommelt. Hm, interessant. So, dann hier, Felsenhaufen noch. Hätten wir hier alles, ne? Sehr gut. Ist noch ein Baum. Okay. Dann wollen wir wieder über die Brücke. Das verfluchte Anwesen? Wo sonst sollten sie sein? Nicht genug Geisteskraft. Eine ruhmreiche Entwicklung. Oh, neue aktive Fähigkeit haben wir. Oh. Das sollten wir mal gucken, was wir da Schönes haben. Fischspitz. Gemüse. Mhm. Was haben wir da? Okay, viermal ausprobieren. Mhm. Ach, das ist so ein Buff. Aha, okay.
Wir werden jetzt mal hier außen rum mal gehen. Ah, geht nicht. Wir gehen mal auf die andere Seite wieder. Aha, da geht's auch dann so rein. Oh, viel. Wow! Hätten wir hier alles. Sehr gut. So, was haben wir denn hier? Legos Anwesen. Ah, da sind wir schon. Oh, das wollte ich jetzt gar nicht. Okay. Die Kultisten vollzogen gerade ein seltsames Ritual, als ich sie heute sah. Einer von ihnen stand lautlos da, während die anderen lange Dornen tief in sein Rückgrat trieben. Er starb nicht. Und ich glaube, ihm könnte durch die Fremdkörper sogar eine finstere Macht verliehen worden sein. Auch wenn mir solch schreckliche Magie fremd ist. Okay, hier ist nichts. Nur ein leerer Raum. Es gibt eine neue Figur in unserem Spiel. Ein Mädchen namens Lea. Meine Spione sagen mir, dass sie das Kind der Hexe Adria ist, die sich in der Wüste um Caldeum verbirgt. Überbringt diese Nachricht sofort dem Meister. Aha. Das war eine Nachricht von Magda. Er ist nicht aufzuhalten. Kein Sterblicher könnte unsere Brüder derart niedermähen. Dann sterbt einen guten Tod. Lord Belial wird eure Opfer belohnen. Okay. Er ist hier. Ihr werdet sterben. Genau, ihr verlangt das unmöglich. Nicht genug Geisteskraft. Ihn, während ich in den Tiefen unter uns seinen Untergang vorbereite. Ich will euch kriegen, Magda. Okay, jetzt haben wir da viel Neues bekommen. Okay, das können wir nicht gebrauchen. Und das auch nicht. 20, okay. 25. Nö, nö. Okay. Nicht so besonderes, okay. Dann mal gucken. Der Verwundete. Sie haben uns schreckliche Dinge angetan. Sie sind tot. Ich suche noch nach jemand anderem. Einem Gefangenen in Lumpen gekleidet. Ja, der Mann mit den goldenen Augen. Ich habe gesehen, wie Magda ihn in Leoriks alte Folterkammern gebracht hat. Unter uns. Magda wird sterben. Okay. Ach, da können wir dann wieder zurück, aber das wollen wir ja nicht. Ach, wir müssen eh da lang, okay. Einen anderen Weg gibt's ja nicht. Gibt immer nur einen Weg. So. Opfer, Köpfe, Das Böse versteckt sich. Bringt ihn zu mir, damit ich ihn das Fleisch von den Knochen reißen kann. So. Rechts oder links? Und du bist weg. Dann gehen wir erstmal hier lang. Ach, das war egal, wo wir lang gehen. Okay.
Boah, was ein Riesenschwert. Boah. Diese Feinde sind unglaublich. Ich brauche Geisteskraft. Krass, und schon tot, ey. Ich hab noch keine Chance gegen mich. Als ich jung war, hörte ich Geschichten über den Sturzkönig Leorix. Aber es mit eigenen Augen zu sehen, das ist etwas ganz anderes. Na, so. Zählt mir auch? Nee, doch nicht. So, aber jetzt. Aber jetzt, sagte ich. So, jetzt ist wieder die Frage. Enemy, enemy. Ah, da hinten ist so ein Dings. Dann gehen wir da hin. Oh, Trümmerteile. Guck, vielleicht haben wir ja was Gutes gekriegt. Okay. Ja, machen wir mal weiter. Da hinten geht's nochmal rein. Also hier. Ja, mal gucken, was hier gibt. Das ist eine Falle. Okay. Gehen wir hier lang. So. Hätten wir das auch? Und du noch. So. Geht's wieder verzwickt weiter. Dann gehen wir mal hier lang. Ah, hier ist eine Sackgasse. Gut, dann gehen wir mal hier lang. Und du, so. Dann hätten wir das auch hier. Ai, ai, ai. Komische Viecher waren das eben. Das ist nicht möglich. So, ah, da geht's dann da weiter. Okay, vielleicht ist hier noch was Besonderes. Nope. Okay, dann gehen wir mal wieder zurück. Huch, wollte ich doch gar nicht kaputt machen. Oh, okay. Das werde ich nicht. Autsch! Autsch! Ich
So was ist die Falle, wenn sie doch durchkommen. So, dann gehen wir mal hier lang. Ah, okay, da vorne ist es ja schon. Überdenkt euer Vorhaben. Mann, ist der weit geflogen eben. Was ist eine Folterkammer hier? Das ist nicht möglich.